Now I done grew up on some people living their life in bottles. When did he have the golden flashback? Still every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill their sorrows. 3, 2, 1 und 2, 1. Dieser Sound ist gerade geil. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2019. Heute leider alleine mit Diamant. Guten Morgen. Ich bin traurig und der ist froh. So, wir werden heute mal... ich bin auch endlich mal wieder dabei hier. Was soll denn das? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Zuklappen, heben, einstellen? Oh. Oh, leck. Ach Google, was machst du denn? So. Leck. Oh, jetzt muss ich meine Maschine hier abhängen, oder nein? Ich krieg mich noch gefasst. Nice! So. Scheiße, da sind kleine Haken drin. Das ist so das Negative. Man sieht keinen Unterschied zwischen bepflanzt und nicht bepflanzt. Hä? Also, nur so einen kleinen grauen Streifen. Hellgrau. Weißt du? Das ist ganz minimal so, was bin ich. Hey, dann kann das Ding aber nicht an sein. Das Ding ist an. Guck mal selbst auf die Map. Auf der Map siehst du es ja im Wachstum. Ja, ich hab's gerade auch an der Feldinfo unten gesehen. Ja, oder so. What the fuck? Bin bloß sofort zum Aussteigen. Stimmt, eigentlich sind da diese ganzen Spuren noch, oder? Ja. Müsste ja auch gleichzeitig gedüngt werden, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, müsste eigentlich sein. Aber ich glaube, ich gehe da dann trotzdem mal mit einem Striegel durch. Ja, wann kannst du das? Das kannst du in den ersten Stufen kannst du das. Ja, in der ersten, also so wie es jetzt hier drüben bei mir ist, da könnte ich mit dem Striegel durchgehen und es wäre weg. Ach, das zählt für, plus fürs Unkraut und nicht für die Frucht. Ja. Ich habe immer gedacht, das zählt für die Frucht, wenn es in der ersten Stufe der Frucht ist, kannst du bloß drüber fahren. Nein. Der Striegel ist rein Unkraut, technisch. Er war ja im 17er auch schon rein Unkraut, technisch. Gab's da überhaupt einen Striegel? Yep. Da gab's Unkraut? Ja, aber nicht so ausgeprägt wie hier. Mhm. Interessant, ist mir mal nicht aufgefallen. Was da für Unterschiede gibt. Aber nehmen wir die Kugel jetzt mal auf die Uhr. Wie gesagt, muss. Heute ist ja noch so ein Tag, da muss ich relativ viel machen. Ja, ich nicht. Ja. Das ist, wenn ich fahr, wenn ich noch zu meinen Eltern fahre und so, nee, musst du das machen, dann musst du das machen. Am Mittwoch muss ich auch meine Mäuse misten, weil die dann bis zum Neujahr theoretisch nicht mehr gemistet werden. Das ist schon sehr lange. Ja. Sollte man ja nie, vielleicht nicht unbedingt machen. Ja. Nimmst du einfach mit. Ja. Aber müsste ich noch einen zweiten Käfig mitnehmen, weil ich müsste mit zwei Käfigen. Ja. Auf Deutsch, die Mäuse kommen raus und tue ich das Ding richtig durch. Und dann müsste ich zwei Käfige mitnehmen. Ich will ja meine Konsole mitnehmen für dieses VR, das mein Bruder mal zeigen will. Weil ich habe mir mal bei zwei Spielen fast mir eingeschissen. Bei welchen? So welche Spiele, die hier mit bei der PS draußen sind. In so ein Tauchding. Wo der Hai kam, die Scheiße ist ja, du weißt, es ist ein Spiel. Dann war aber so mistig, dass hinter mir dann mein Stuhl stand, wo auch der Käfig geendet hat. Ah. Und da habe ich halbe Panik bekommen, habe ich erstmal das Spiel abgebrochen. Ja. Kenn ich. Oh. Wieso läuft eigentlich mein Radio nicht mehr? Jetzt läuft er wieder. Warum wollte der Radio? Der Radio. Ach, der will sich hier einfach gar nicht verbinden. Nee, Dubstep will ich jetzt nicht hören. So.
Der ist ja gleich fertig mit dem Feld so an sich. Höchst könnte man einen Striegel haben. Wie oft mussten die gekalkt werden? Oder wann? Warte mal. Aber sonst könnte man es gleich hinterher machen. Ja, also hier muss eigentlich nicht gekalkt werden. Nur irgendwie 2-3 Streifen auf dem Feld. Oh, das wächst ja schon. Ja, ja. Ah, sehr nervig, dass es jetzt schon wächst. Ach so, das ist schon da. Ja, das wächst schon, der Mais. What the fuck? Das ist der Mais, der dort vorne schon wächst. Lol. Deswegen sage ich ja, das wächst ja schon, die Kack. Weißt du, noch nicht mal ein Viertel von dem scheiß Feld angesät, schon wächst der Mais raus. Ja, der hat auch 15% hochgestellt, aber wir können es auch nicht verändern, langsam. Ja, wahrscheinlich Pflanzenwachstum auf schnell. Ja, ist eigentlich auch okay, weil sonst kommst du ja gar nicht voran. Ja. Ja, ich habe jetzt auch auf meinem Singleplayer, also auf der, wo ich ganz mal aufnehme, habe ich vier Pferde mir gekauft, damit ich überhaupt was mache nebenbei. Oh. Damit du in der Zeit mal ein bisschen überhaupt machst. Und die, ach, Unkraut. Schon wieder. Ui. What the fuck? Ich hoffe, wir haben den Striegel. Glaube ich eher nicht. Da müssen wir am Ende... Ach, scheiße, wir haben ja kein Unkraut-Ex. Das geht ja bei uns nicht. Na doch. Ja. Also vielleicht geht's, wenn die wenn das Pflanzendingens hier auf der ersten Stufe noch ist. Ja, wir müssen wir gleich nochmal gucken. Also oben ist ja der Pflegebereich. Ich probier's gleich nochmal. Oben ist der mit der Pflegebereifung. Wenn du den nimmst. Aber hier oben tue ich ja sowieso gleich. Das ist ja gleich wieder weg. Jimmy, drüber fahren. Alter, du bist gerade drüber gefahren. Ja, ich Oh, hier mache ich aber großen Schlenker. Oh, ich bin ja richtig scheiße. Im Grubern, ja klar, im Sehen. Jetzt erkenne ich ja noch weniger Unterschied. Hey lol, guck mal hinter dich. Bist alles! Ja, läuft's. Das nenne ich, ja genau, sogar hinter mir, direkt nach dem Grubber, genau. Muss dir vorstellen, im echten Leben, der Farmer fährt, dreht sich um, alles vollgewachsen mit Unkraut. Ja. Siehst du bloß noch wieder wie das Fahrzeug abbrennt. Ja. Oh, das ist ja richtig. Das ist nervig. Gut, es ist ja immerhin okay. Wie gesagt, du verlierst ein bisschen Frucht. Okay. Aber ich habe auch mal ein Feld gehabt, da war größtenteils Unkraut drüber gefahren. Ich habe trotzdem Frucht bekommen, obwohl es eigentlich Unkraut ist. Ja schon, aber das trotzdem ist kacke. Ja, der eine findet so, du kannst ja auch ausschalten, glaube ich, oder? Ja, du kannst es ausschalten, aber ich finde halt, das Unkraut geht mir ein bisschen zu schnell. Ach, wie kommst du da drauf? Ja, wo denkst du hin? Geht doch nicht schnell. Weiß, hier sieht man ja, was ich für eine Kurve gerade gefahren bin. Oh, Scheiße. Da, ich guck mal, ob wir einen Striegel irgendwo haben. Oh, bin ich schlecht. Guck mal auf die Map, wie viele Stellen noch offen sind. Da, ja gut, geht eigentlich. Lass es unser Chef sehen, er bringt mich um. Ah! Oh, kurz vor Ende kam doch nochmal jemand rein, das Enderman müsste es da gewesen sein. Ich war jetzt kurz weg, hab meine Wäsche schnell gemacht in der Wartezeit. Das dauert ja natürlich der holt sich schnell noch was zu trinken, genau. Natürlich, dass das Feld jetzt einigermaßen gut ist.
Gucken wir mal kurz. Ja, einigermaßen. Ja, das passt. Scheiße, wenn ich die Sämaschine natürlich nicht einschalte. Ist natürlich die nächste Scheiße. So, ab die drei rein. Und dann geht's weiter. So. Wie gesagt, ich werde hier noch wahrscheinlich so 5 bis 10 Minuten da bleiben. Hier wurden gerade Sachen gekauft. Dann muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache, weil ich müsste Staubsaugen noch Wäsche zusammenlegen, werde ich wahrscheinlich morgen machen können, weil dann mein anderer Wäsche fertig ist. Die anderen muss ich auch noch abhängen. Steht noch so vieles an, bevor Weihnachten ist. Bevor ich zu meinen Eltern fahre. Ich kann ja kurz mal auf die Map gucken, wo Ender sich rumtreibt. Hat hier oben seine paar Fälle ja gehabt. Genau, da macht er was. Ja, ist ein bisschen mistig. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch einen vielen Minus bringt, wenn ich jetzt über das schon gemachte Feld drüber fahre. Und ob ich einfach dann weniger verbrauche, weil sonst ist es ja einfach, dann fährt man einfach mal drüber. Fahrten sind immer, oder? Ja, werden 3 Fahrten sein. Einmal hoch noch und so eine halbe Spur nach unten. Wird schon passen. Ich komme irgendwie wieder auf Silvester. Auch wenn ich bin so ein Silvester-Angstkind. Ich mag das Knallen nicht. Wahrscheinlich ist Knalltrauma von damals. Vom Autobrand. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Jedenfalls bin ich dafür dann nicht so zum Knallen. Ich will mal die Lichter sehen und hole mir auch dafür auch ein paar Kopfhörer rein, ein paar Stück. Das ist die Scheiße. Aber na gut. Ja, mal gucken, wie es ist. Wie es dieses Jahr wird. Ja, mal gucken. Ja, wir brauchen ja noch eine Weile eher. Da ist. Ich darf vielleicht noch mal 5 Minuten draufhänge. Obwohl es reicht die noch eine Fahrt? Nee. Oh, reicht die nicht? Nee, reicht nicht. Nee, ganz knapp. Ah, scheiße. Wir werden uns dann noch mal die Pflegebereifung draufhauen und dann mal mit dem Dünger noch mal drüber fahren, weil die ja noch nicht da ist. Wir werden dann noch mal sehen, ob das wirklich so viel Unterschied macht, wenn ich jetzt das schon ackerte Feld drüber mit fahre. Genau. So, morgen eine schöne Spätschicht. Oh, Leute, freue ich mich so auf die Arbeit. Ich weiß nicht wieso. Ich muss mir noch ein bisschen Musik runterladen. Da ist er ja wieder. Auch nur ganz kurz. Jo. Achso, musst gleich abhauen. Nee, ich hab mir nur schnell Essen rein. Achso. Wollte ich nur schnell Bescheid sagen. Hast du gesehen, ob wir einen Striegel da haben? Nee, ich war ja bis jetzt gerade auch noch weg. Ich habe gerade noch eine Fahrt geschafft. Ich werde nämlich auch gleich abhauen, deswegen. Wie gesagt, muss man ein bisschen sauber machen. Ja. Wenn wir nochmal gucken mit dem Gras, ob wir das irgendwie wegkriegen. Mit dem Unkraut. Jo. Ja, ich guck mal, was mit diesem Unkrautvernichter-Ding jetzt funktioniert. Muss man nochmal schnell gucken hier. Garage. Sieht nicht danach aus.
Also jedenfalls das, was in der Garage angezeigt wird. Ja, so funktioniert das. Ja? Oh, geil. Das ist schön. Hinter dir gleich wieder. Wupp. Echt jetzt? Nein, noch nicht. Noch okay. Nicht. Ich hol mir kurz mein Essen und bin gleich wieder da. Jo. Ja, ich sollte sich was essen, das ist ja, lecker, ist ja gut, ist aber, so. Coming, go. So, hier fertig. Zusammenklappen. Jetzt könnte man noch theoretisch das Feld machen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wird das zerstört? Nee. Also wirklich, am Anfang ist es so, dass es nicht zerstört wird. Das ist ja nett, das ist ja geil. Das ist immer das Eddie, das getestet hat. Ich sitze da ja drinnen. München. Und für dann. Ja. Ja. Hast du jetzt Futter? Ja, du hast. Nee, du hast kein Futter. Bitte. Dann gucken wir mal. Also wir haben... Das ist ja ein Wender hier. Das ist ja kein Striegel. Hm. Okay, der ist schon ein bisschen... Gieresilage, okay. Na, Judy. Dann würde ich den Port mal so beenden. Mal sagen, wenn ich der ganze Podcast gefallen hätte, warum bin ich denn da noch unten? Schöne Grüße natürlich von dir. Würde ich mal sagen. Wenn ich der ganze Podcast gefallen hätte, dann noch oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.